Da wir ja in München waren, hatten wir auch ganz viele Brotzeitbrettle. Und da ist immer so ein kleiner lustiger Hut drauf. Und ich habe schon mal versucht, mein Hasekind zu verkleiden mit diesem Hut. Den letzten hat er zerfetzt, glaube ich. Aber jetzt werden wir es nochmal probieren. Hasekind, ich möchte dir jetzt diesen Hut aufsetzen. Ja, du darfst einen schnuppern, der riecht noch nach Wurst, ne? Riecht der nach Würstchen? So, darf ich dir den auf den Kopf setzen? Hasekind, ich will dich doch nur hübsch machen. Da hat er ihn. Hurra! Hasekind hat einen Hut auf. Mein hübscher Hase, ne? Hast du so ein schönes Hütchen auf? Hast du so ein schönes Hütchen auf? Mein Hasekind. Oh, musst du den doch nicht gleich wieder zerflettern. Willst du das verrückte Hütchen haben? Das riecht noch nach Brotzeitbrettle, ne? Draußen ist Disco. So einen schönen Hut habe ich dir besorgt und jetzt zerfetzt du ihn. Schon ist ein Loch drinne, das sehe ich doch jetzt schon, Hasekind. Oh, hast du da jetzt schon ein Loch eingebissen? Oh, so ein schöner, hübscher Hut. Nicht den Brotzeitteller Hut essen. Den sollst du tragen, damit du ein hübscher Hase bist. So, weg ist er wieder. Riecht der lecker nach Wurst? So, Hase, genug damit gespielt.